Hallo ihr, ich möchte heute mal einen Text vorlesen, weil ich dann präziser und klarer auf den Punkt komme. Das ist mir lieber, als wenn ich so frei rede. Und jetzt lese ich den Text einfach mal vor. Ich tue, was ich kann. Es ist einfach alles Energie. Und du kannst machen, was du willst. Stimmt das so? Die Machthaber oder Manipulatoren machen, was sie wollen. Völlig moralbefreit. Moral ist was fürs Fußvolk. Eine Verhaltenserziehung von außen, um die Menschen zu kontrollieren und vor allem nach außen zu orientieren. Wir quälen und töten menschliche Körper, wie es uns beliebt, unserer Lust und unseren Zwecken dient. Wir töten Natur und Tier, nur um zu zeigen, dass es geht. Wir missbrauchen und opfern Kinder, um unsere Verachtung für euch zu demonstrieren. Wir zeigen gerne, dass wir es können. Und niemand uns daran hindern kann. Naja, die andere Seite sagt dann, die Moral muss doch aufrechterhalten werden. Das geht mal so gar nicht. Was sind das nur für Menschen? Sind es überhaupt noch Menschen? Wir müssen sie vernichten und am nächsten Baum. Sonst hört das nie auf. Wir müssen uns wehren. Sonst ist es bald zu spät. Niemand darf so etwas tun. Das ist böse. Fakt ist, dass man tatsächlich niemanden daran hindern kann, wie er handelt. Wir können eben nicht die ganze Welt kontrollieren, denn dann verlieren wir unsere Mitte und die Fähigkeit, in Liebe, also konstruktiv zu handeln. Kontrolle, wie wir alle wissen, gehört zur anderen Seite. Nicht zu einem verbindenden und heilenden Handeln. Wer die Liebe lebt, die Wahrheit, es gibt leider nur eine, kontrolliert keine anderen Menschen, sondern verändert durch eine konstruktive Macht, nicht durch Kampf oder Zerstörung, sondern durch Heilung. Somit ist Liebe keine passive Haltung, im Gegenteil. Sie ist die einzige, die aktiv versöhnt und verbindet, der Antagonist zu teile und herrsche. Fazit. Du kannst leider, in Anführung, tatsächlich tun, was du willst und kannst andere nur bedingt daran hindern, es auch zu tun, was sie wollen. So ist die Lösung nur die Liebe als heilende und verbindende Kraft. Wenn du allerdings destruktiv handeln möchtest, ist das deine freie Wahl, weil du die Möglichkeit dazu hast. In Klammern, entdecke die Möglichkeiten, die Werbung von Toyota. Ob manipuliert oder nicht, du hast grundsätzlich nun einmal diese beiden Optionen. Das ist nun mal eben möglich. Und kein moralischer Gott, der das unterbinden würde. Und deshalb ist die Welt, wie sie ist. Mit jedem Handeln also entscheidest du, was für eine Welt du möchtest. In einem konstruktiven Modus verurteilst du nicht, unterscheidest aber und erkennst, wessen Geisteskind etwas ist. Du handelst dann immer konstruktiv und trägst somit dazu bei, die Welt heiler und besser zu machen. Anders geht es leider nicht. Der Begriff Liebe wurde natürlich genauso manipuliert. Was ist denn Liebe eigentlich wirklich? Eine Betüdelungsverpflichtung? Natürlich nicht. Liebe geht nur in Selbstverbundenheit. Dadurch bist du connected und deine Wahrnehmung erkennt so, auf
hohem Niveau, welche Handlung konstruktiv ist und welche nicht. Erst in der Verbindung kann diese Wahrnehmung und das Wissen darum aktiviert werden. Unverbunden, also teile und herrsche, haben wir meist nur verkopfte Programme, die uns die Welt erklären und uns sagen, was wir tun sollten oder müssen. Diese Programme sind aber so begrenzt, dass sie anfällig für Manipulationen sind. So kann uns etwas für wahr erklärt werden, was in einer Selbstverbindung als unwahr erkannt werden kann, weil wir dann viel mehr Informationen haben, Dinge zu erkennen, wie sie wirklich sind. Liebe muss sich somit von allen Vorstellungen, was sie angeblich ist, lösen. Sonst stecken wir wieder in Programmen fest, die so begrenzt sind und uns die Wahrheit nicht offenbaren. Liebe ist die stärkste Energie und baut alles in einem konstruktiven Sinne auf. Was das im Einzelnen ist, sagt dir die individuelle Situation ganz genau. Somit ist Liebe kein Programm, welches vorhersehbar handelt. Die Welt in eine vorhersehbare Struktur zu bringen, ist Teil der anderen Seite. Wenn du dich ganz hingibst, in den selbst erschaffenen Augenblick, auch wenn wir das nicht immer erkennen können, dass wir das selbst erschaffen haben, und damit ist keine Schuld verbunden und kein Vorwurf, dann bist du in deiner höchsten Kompetenz für dich und die ganze Welt. In Klammern, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Das Prinzip der Liebe ist eigentlich leicht. Es ist einfach Hingabe und totales Loslassen in dem Moment deiner eigenen Kreation. Dadurch befreist du sie, weil du keine Blockaden und Widerstände dagegen setzt. Widerstand in der Elektrik verringert den Strom, die Energie. Liebe ist aber die stärkste Energie. Also musst du, um sie zu leben, die Blockaden lösen. Es ist deine, in Anführung, freie Entscheidung, beziehungsweise gibt es diese Möglichkeiten. Ich verurteile keine Entscheidung. Jeder entscheidet für sich, in was für einer Welt er leben will, welchen Beitrag er leisten will. Das heißt, jetzt rede ich mal wieder etwas freier. Es gibt nun mal diese beiden Möglichkeiten. Das ist so konzipiert. Und du entscheidest jeden Moment neu, ob du selbstverbunden handelst oder nach Programm. Selbst wenn sie konstruktiv scheinen, müssen sie nicht mit der Wahrheit übereinstimmen, weil nur in der Selbstverbundenheit kannst du wirklich punktgenau authentisch sein und heilend verbindend handeln. Anders geht es nicht. Ein Programm ist keine Verbindung. Und somit in feinen Nuancen dann doch wieder nicht stimmig. Ich sage immer, ohne Hingabe keine Kekse. Hingabe ist als etwas Schlimmes postuliert worden. Wer sich hingibt, setzt sich Gefahren aus, gibt seinen Selbstschutz auf, verliert den Kampfmodus, der doch so wichtig ist. Das ist falsch. Warum? Weil, wenn ich in der Liebe bin, der stärksten Kraft, kann ich ja nicht schwach sein. Im Gegenteil. Es ist nur eine andere Art der Wirklichkeitsgestaltung, die eben konstruktiv ist. Ein konstruktives Ereignis folgt dem anderen. Aber es entspricht eben nicht den Vorstellungen, wie etwas zu sein hätte, sondern das muss man wirklich komplett loslassen, was uns beigebracht wurde, was wie zu sein hat.
Denn man muss sich quasi überraschen lassen, was die Liebe denn so mit einem vor sich hat. Und das ist nicht eine Entität von außen, ein Gott oder so, sondern das sind wir selbst. Nur wir erkennen das nicht, weil wir im Programm gefangen sind und denken, das ist etwas von außen, das wurde uns so beigebracht. Ein Gott, die Naturkräfte, kosmische Energie, was weiß ich, wie man das alles nennt. In Wirklichkeit ist das aus dir heraus dann. Die essentielle Liebe kommt eigentlich aus dir heraus. Und wenn ich Macht ausüben will, verheimliche ich das natürlich und verdrehe die Begrifflichkeiten. Mache aus Liebe in unzähligen Hollywood-Filmen verkitschte, verklebte, komplizierte Beziehungen. Mache daraus ein Pflichtprogramm, ein Schuldprogramm. Und so, dass Liebe Leid wird. Also umgedreht. Wenn man die Buchstaben umdreht, kommt da liebbar raus, wenn man sich spiegelt. Und das Gegenteil ist Leid. Das ist ein Trick. Und die Gehirnwäsche der meisten Menschen ist so massiv, dass sie schon aufschreien, wenn sie meinen Text hören und sagen, das kann ja nicht sein, wir müssen kämpfen und so. Das können sie gar nicht annehmen, gar nicht annehmen, was ich auch verstehe. Aber es ist nun mal genau andersherum. Ich sage immer, in der Selbstsouveränität liegt die Kraft. In der Souveränität. Das ist nun mal so. Ich kann es auch nicht ändern.